Du hast gute Erinnerungen an Dortmund, an die Zeit beim BVB. Ein alter Kollege von dir hat immer die Möglichkeit, in dieser Sendung eine Frage zu stellen. Und hier ist unsere Rubrik. Sag doch mal. Hallo Michael, ich habe gehört, du bist als Experte für unser Heimspiel gegen Bremen mit dabei. Und mit uns gab es eine Szene in einem Bundesligaspiel, wo ich bis zur Mittellinie rausgelaufen bin und habe dich angemeckert. Weißt du noch, weswegen und in welchem Spiel das gewesen ist? Da kann ich mich echt erinnern, weil das war... Wir wussten gar nicht, dass Teddy so böse werden konnte. Ja, ganz. Nee, normal ist er ein total ruhiger Kerl. Deswegen, du siehst ja auch in der Szene, wie ich da gestanden habe. Die Schulter nach hinten, völlig ehrfurchtsvoll. Ja, ich habe irgendeinen Bockmist gebaut wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Kennst du die Lösung denn? Nein. Wir haben uns heute im Flugzeug unterhalten. Er sagt, du hättest irgendeinen scheiß Pass gemacht und dann wäre er irgendwie ein bisschen ausgetickt. Also einen scheiß Pass kann ich mich jetzt nicht erinnern. Es wird irgendein Bockmist gewesen sein, weil sonst wäre Teddy nicht ausgeflippt. Also den aus der Ruhe zu bringen, das weißt du ja auch, da gehört schon einiges dazu. Aber ich kann mich genau an diese Szene erinnern. Weiß ich noch, sowas vergisst man auch nicht. Nein. Wie hast du Teddy in Erinnerung? Ja. Super Typ. Er war ja immer eigentlich gut gelaunt, außer in der Szene. Hat immer für Aber es ist erstaunlich, dass man mit so O-Beinen so lange im Fußball ist. Ja, das ist allerdings wahr. Ja. Nee, also ich sag mal, an seine fußballischen Torwart-Qualitäten kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Aber so als Mannschaftskamerad und Typ war er immer, hat immer die richtigen Worte gefunden. Er war immer eigentlich positiv in seiner Art. Außer jetzt in diesem Fall. Ich habe also durchgängig gute Erinnerungen. Und ich meine, wie gut er mit den Jungs zurechtkommt, das sieht man ja heute. Ja. Sonst wäre er jetzt nicht, wie lange ist er jetzt Torwarttrainer? Ja, auch 20 Jahre oder was? Also, sicherlich. Über Generationen weg. Da musste schon große menschliche Qualitäten haben und die hat er definitiv.